irgendwie sieht er ja nicht so richtig wie ein Held aus, der Druide, wenn wir uns hier mal angucken, ne? Eher so wie so ein, sagen wir mal, ein vollschlanker Händler oder ein Oberhaupt irgendeiner Familie. Also er sieht jedenfalls nicht wie ein Hau drauf aus. Er ist aber einer. Er ist nämlich ein Druide und ich dachte mir mal, so kurz vor Ende der Beta, ich glaube 3 oder 4 Stunden haben wir noch, zeige ich euch doch glatt mal den, naja, sagen wir mal, in der Beta ausgeskillten Druiden. Er ist nicht ganz maximal Level 24, bin ich statt 25, aber es reicht, um bei der Ulti anzukommen. Genau. Und die Ulti, die möchte ich euch natürlich noch zeigen, beziehungsweise den Talentbaum vom Druiden. Und das machen wir jetzt einfach mal hier. Die erste Geschichte, die ich gemacht habe, ist, ich habe in Richtung Werwolf geskillt. Im Prinzip haben wir ja drei Hauptskillungen, sagen wir mal, mit vielen, vielen Unterskillungen zur Verfügung. Und zwar einmal den Werwolf oder den Werbären. Der Werwolf eher so ein, naja, Damage-Dealer im Nahkampf. Der Werbär auch ein Damage-Dealer, also auch Nahkampf, aber eher so ein bisschen tankiger. Also da haben wir schon mal die zwei Unterschiede. Lässt sich wunderbar einfach identifizieren hier, wenn man sich mal hier die verschiedenen Perks anguckt. Es sind im Allgemeinen immer die lilanen Sachen, die in Richtung Werwolf gehen. Da bin ich hier bei Klaue hingegangen. Und die braunen Sachen, das wäre der Werbär. Ja, also hier die braunen, Vorsicht, nicht die grauen. Dann haben wir hier also jeweils immer ein Skill für den Werwolf und den Werbären. Bei den Grundfertigkeiten, bei den Basisfertigkeiten, bei den Defensivfertigkeiten, bei den Gefährten. Na, bei den Gefährten haben wir nicht so unbedingt die Einteilung, da kann man sich aussuchen, was man da nimmt. Aber dann wieder bei den Zornfähigkeiten auch hier aufgeteilt in Werwolf, Druide und so weiter und so fort. So dreht sich das, so spielt sich das weiter. Und dann haben wir hier noch Blau oder Dunkelblau, ich weiß nicht, ob man die so unterscheiden kann. Einmal die drei Caster-Familien. Wind, sagen wir mal, oder Luft, sagen wir mal, auch wenn das Sturm heißt. Wind, Luft und Elektrizität und Erde. Ja, also quasi die drei Elemente da. Und die kann man sich dann auch noch als Caster zulegen, wobei einige auch im Nahkampf angewendet werden. Also da muss man so ein bisschen gucken. Also man kann unterteilen in Bärchen, in Werwolf und in die Caster-Familien, wobei man sich auf die auch spezialisieren sollte, in die drei hier, weil die sind natürlich jetzt hier. Alle drei kann man nicht skillen. Also wir haben immer hier einmal Erde, einmal Luft, einmal Elektrizität und genauso hier in den anderen Fertigkeiten auch. Also eigentlich hat man 5 verschiedene Wege, die man in so einen Druiden skillen kann. Erde, Elektrizität, Luft und Bärchen und Werwolf. Die kann ich nicht alle zeigen, aber zumindest so ein paar. Ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen die Performance mit dem Werwolf. Der Werwolf ist so ausgelegt, dass man keine permanente Verwandlung hat, wie man vielleicht in Teil 2 sich Teil 2 von Diablo hatte, sondern dass man quasi für den Skill, den man gerade einsetzt, sich dann automatisch verwandelt. Ich habe hier jetzt zum Beispiel die ganzen lila Skills. Ich bin gerade auf Werwolf geskillt, wie man sieht. Außer die Wölfe. Die Wölfe sind natürlich nicht auf Werwolf geskillt. Und damit haben wir halt hier so das Verwandeln. So, zack, da kann man ordentlich zuhauen. Und das macht schon ordentlich, was heißt ordentlich? Es macht schon gut Damage, nicht vergleichbar mit einem Totenbeschwörer, aber es ist okay. Wenn man hier die Grundfertigkeiten benutzt, das sind die beiden hier, einmal die Klaue und einmal das Zerfetzen. Das ist so ein Rundumschlag, so eine Art Pseudo-AOE. Wir können dann hier nochmal so ein bisschen ausprobieren. Haben wir hier immer noch irgendwas? Da, ja. Nochmal Pseudo-AOE. So, zack, zack, zack. Er macht schon einigermaßen Damage. Nicht so sonderlich viel, muss man sagen. Das war kein Skill, das war mein Item. Ja. So, später kann man da. Jetzt bin ich eingefroren. Da ist so ein Boss. Ne, ist eine Spinne, ist kein Boss. Komm mal hier, eine Spinne. Ja. So, das sind so die Grundfertigkeiten. Wie gesagt, Klaue und Zerfetzen benutze ich da. Oder muss ich da benutzen, weil das ist das Einzige, was man hat. Dann haben wir hier noch die Zusatzfähigkeit, einmal das Wolfsgeheul oder das Blutgeheul, das ist recht cool. Damit kann man sich selber heilen und Essenz erzeugen, wenn man die richtigen Perks wählt. Achtung, mal aufpassen. Zack, hier ein bisschen Essenz erzeugt und Geisteskraft, Entschuldigung, und ein bisschen geheilt. Hat also einen Self-Heal, einen aktiven Self-Heal, keine Lebensabsaugung oder so, ganz cool.
Und dann haben wir hier eigentlich der stärkste oder bisher stärkste Skill, die Tollwut. Die Tollwut ist ein Dot, der verbreitet sich selbstständig auf alle Gebissenen. Ich kann den ja mal als einzelnen verwenden. Und der tickt, wenn man den voll ausgeskillt hat, recht gut. Ich zeig das mal. Warte mal, wo haben wir denn hier mal ein paar Möpse? Ich beißen kann, damit sich die Tollwut verbreitet. Da haben wir ein paar Spinnen. Ja, die will ich eigentlich nicht. Da haben wir was. So, ich warte mal, bis ich ein paar finde hier. Kommt hier einmal beißen. Achtung. Ne, das ist ein Totenbeschwörer, ein feindlicher. Den will ich nicht beißen. Hier, den beißen wir mal. Achtung, beißen. Hab's. Und jetzt verbreiten sich die automatisch hier und ticken so runter. Und wie ihr seht, ich mache gerade gar nichts. Das macht eigentlich ganz gut Schaden hier. Und den Rest, die kann man dann mit den aufgeweichten Mobs hier töten. Also eigentlich ganz okay. Jetzt haut er mir fast die Hucke breit. Aua, 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 aua. Selbst hier nochmal beißen. So, da tickt das ordentlich runter hier. Tick, tick, tick. Also ganz okay. Und den Rest macht man dann oder lässt ihn dann austicken. Also, wenn man diese Tollwut anwendet, dann ist die eigentlich recht cool. Und macht eigentlich ganz gut Schaden. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Trotzdem gefühlt ist er im Gegensatz zum oder im Vergleich zum Totenbeschwörer doch recht erbärmlich. Also man muss echt arbeiten für sein Geld. Und ich habe einige Male ins Gras gebissen. Also ich weiß nicht, ob es was für die, ob für einen Hardcore-Modus ist. Es macht ordentlich Aua. Bei den, das sind hier die Druiden-Skills, Quatsch, die Werwolf-Skills, die ersten drei, bis zur Tollwut halt und dem Wolfsgeheul. Dann hätten wir hier noch ausgewählt Begleiter, da kann man entweder Wölfe nehmen oder man kann einen Raben nehmen, der Gegner auch angreift und irgendwelchen Schaden verursacht. Was kann man da für Perks einsetzen? Höhere kritische Trefferchance gegen Gegner, ja, also man kann Raben, ich glaube, man kann die auch mehr, man kann auch mehrere davon auf einmal nehmen. Eine Kletterranke kann man auswählen, was macht die? Macht halt auch Schaden. Stranguliert alle vergifteten Gegner in der Nähe. Ja, was haben wir da noch? Ruf der Wildnis, eure Gefährten verursachen Schaden. Also ich denke mal, man kann auch mit den Wölfen und dem Raben und der Kletterranke hier auch ganz gut was machen. Die gucken wir uns dann an. Das war wie gesagt das Vergiften. Und jetzt zeige ich euch natürlich noch das Zapf. Ne, das Zerfleischen kennt ihr auch schon. Doch, ne, das Zerfleischen kennt ihr noch nicht. Das Zerfleischen ist die Ulti. Heißt das auch Zerfleischen? Achso, die heißt Zerfleischen, die zerfetzen. Die Ulti zeige ich euch jetzt mal. Da verwandelt man sich in Werwolf und springt wohl 10-mal zwischen irgendwelchen Mobs hin und her. Das zeige ich euch jetzt. Da brauche ich natürlich irgendwas, wo ich hin und her springen kann. Das sind mir zu wenig hier. Nehmen wir nicht. Ich brauche ein paar mehr. Da, ein paar Spinnen. Wobei sind mir auch zu wenig. Ich will mehr. Will was haben, wo ich hin und her springen kann. Er rennt mir doch bis zum Samthimmerleins Tag hinterher, die Spinnengesellschaft, ja? Wir können ja mal hier reingehen. In dieses Gruppenereignis, Khor Drogan, wovon ich euch schon vorgeschwärmt habe. Und da können wir ja mal das Zerfleischen verwenden. Wobei, ich springe nur 10-mal hin und her. Soll wohl ganz viel, halbwegs viel Damage machen. Gucken wir mal. Also, der Druide bis jetzt, wie gesagt, cool. Aber im Vergleich zum Totenbeschwörer echt etwas schwach auf der Brust. Im Vergleich zum Totenbeschwörer ist eigentlich alles schwach auf der Brust. Ja. Aber man kann den Druiden durchaus vergleichen mit einem Barbaren zum Beispiel. Im Nahkampf zumindest. Die Bärchen probieren wir auch gleich mal aus. Kann ich euch gleich noch hier dieses Vampir-Ereignis zeigen? Hier, hin und her springen. Achtung, ich zerfleischen jetzt. Ja! Ja, ist okay. Vergiften vielleicht auch. So. So, also dafür, dass das hier ein Level 30 Gebiet ist, kann man hier eigentlich ganz gut. Aua! Auf die Fresse kriegen, sage ich gerade. Au! Beiß ihn mal, komm. Aua, jetzt werde ich nochmal abgesaugt. Nein, 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 nein. Heilen die sich dummerweise immer hier? Das ist natürlich extrem blöd. So, du stirb doch mal. Okay, den hast du erwischt. Endlich mal. Meine Güte. So, habt ihr mal gesehen. Also, wie gesagt, mit dem Totenbeschwörer wäre das hier gar kein Ding gewesen. Mit dem Druiden musst du hier wirklich hart für dein Geld arbeiten. Das war das Zerfleischen, also die Ulti, da springt er so hin, habt ihr gesehen. Dann würde ich doch mal sagen, skillen wir uns doch gleich nochmal als Bärchen, oder?
Pass auf, guck mal hier mal hin. Das ist, wie gesagt, der Werwolf. Achso, der untere Aspekt hier, der ist auch noch ganz witzig, wo wir nicht hinkommen werden in der Beta. Der untere Aspekt hier hat, wo ist der Werwolf-Aspekt? Da. Wölfische Wildheit. Jeder sechste Treffer der Werwolf-Fähigkeit erzielt einen kritischen Treffer und verursacht 60% mehr Schaden, also einfach mehr Rums hinterm Werwolf, was er dem ich mal an verdienen kann. Beim Meer haben wir, beim Bär haben wir 20% zusätzlich maximales Leben. Wie gesagt, der Bär ist ein bisschen tankiger. Und wenn ich gesund bin, verursache ich auch 30% mehr Schaden. Und dann haben wir sogar so eine Art Zwischending für Bärchen und Werwölfe, wenn man beides nimmt. Wenn ich 2,5 Sekunden ein Werwolf gewesen bin, erhalte ich 15 Sekunden lang erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. 20% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Wenn ich ein Werbär gewesen bin, kriege ich mehr Schaden. Also eigentlich cool, kann man immer hin und her wechseln. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Da kann man so eine Art Hybrid-Geschichte bauen, wo man immer hin und her wechselt und dadurch quasi erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, erhöhten Schaden macht. Ganz cool eigentlich. Und dann gibt es natürlich noch einmal für den Sturm mache ich mehr Schaden, wenn ich einen Bewegungsunfähigkeiten oder verlangsamten Gegner... Nee. Eure Sturmfähigkeiten. Achso, fügen mehr Schaden zu. Okay, und was haben wir hier? Erdfähigkeiten. Und wo ist das für den Blitz? Oder für die Erde? Ah, hier wird nur so eingeteilt zwischen Sturm. Sturm ist offenbar Blitz und Luft. Okay, muss man ein bisschen aufpassen. Gibt es halt auch die entsprechenden Aspekte zu. So, jetzt habe ich aber gesagt, ich will umschwenken zum Bärchen. Jetzt sind die Hunde natürlich weg. So, Bärchen habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Gärchen sind die braunen. Verwandelt euch in Werbären, fügt Gegnern Schaden zu. So. Ich gehe mal auch in die Perks rein. Da halte ich Stählung, genau. Stählung ist natürlich cool. Wie gesagt, der Werbär ist so ein bisschen tankiger. Was haben wir hier? Verwandelt euch in Werbären, schmettert auf den Boden, fügt Gegnern in der Nähe 200 Schaden zu. Auch nicht schlecht. Euer nächstes Pulverisieren wird alle 10 Sekunden überwältigen, sodass ihr gesund bleibt, was auch immer das genau heißen mag. Die Pulverisieren überwältigt wurden, sind 2 Sekunden lang betäubt, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, können wir auch mal reingehen, was ist das hier? Da gehen wir mal hier rein, so. Und was nehmen wir hier noch? Verfügt ihr eine Chance, Niedergegner niederzuschlagen, erhöht die Reichweite und den Radius von Anfallen. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, also der Bärchen eher so ein bisschen auf, na, man kann sagen, auf Überleben geskillt oder auf Überleben ausgelegt. Ich gehe jetzt mal wirklich nur hier rein. Was haben wir da noch? Gebrüll verwandelt euch in ein mächtiges Gebrüll. Was macht das Gebrüll? Das Gegner näher verursachten Schaden um 50% verringert. Das ist natürlich eine Hausnummer. 50% weniger Schaden, allerdings nur 4 Sekunden. Krieg auch wieder eine Stählung, alles klar. Also wie gesagt, ist auf Überleben ausgelegt. Der Bär ist tankiger. Der Werwolf macht ein bisschen mehr Schaden und der Bär ist, glaube ich, tankiger. Wobei man mit dem Schaden noch gucken muss, ob das passiert. Verlangsamt außerdem Gegner auch noch um 40%. Und das heilt mich um 4% meines maximalen Lebens pro Sekunde, solange die Fähigkeit anfängt. Also 4 mal 16 wären dann, sind dann nur 4 Sekunden. Also insgesamt 16%. Also nehmen wir das mal hier. Haben wir noch so ein Selbstheal drin. So, jetzt gehen wir mal noch hier rein. Zack, zack, so. Als Viecher nehme ich einfach mal wieder die Wölfe, relativ egal. Dann gehen wir mal weiter hier rein. Ich werde euch die beiden Feralen, also die Bestienfähigkeiten am ehesten zeigen, weil Caster-Druide habe ich nicht so ausprobiert. Das müssen wir dann mal gucken. Was haben wir denn hier noch so? Da können wir da nochmal einen reingehen oder nochmal einen reingeben. So, jetzt müssen wir hier unten. Noch was mit Bärchen machen könnt. Das Niedertrampeln verwandelt euch in Werbären. Ihr stürmt nach vorne, verursacht Schaden. Also eine Art Charge, ist ja schon mal cool. Ja, und was haben wir da noch? Niedertrampeln fügt Bonusschaden zu. Immer her damit. Das Wirken von Niedertrampeln verleiht Geisteskraft. Und das Wirken von Niedertrampeln erhöht das Basisleben. Ist ja noch auch nicht schlecht. Als Stählung, ja, nehmen wir mal das hier. Also wirklich sehr, sehr tanky, der ganze Bär.
Und jetzt gehen wir mal hier noch dort niedertrampeln, noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Trampel mich nieder. So, und was haben wir noch? Hier noch einmal. Ne, das haben wir auch schon auf Maximum. Dann nehmen wir mal hier noch einen rein. So, und jetzt müssten wir auch das, die Ulti haben. Der Grizzly-Zorn erhaltet 20% Bonusschaden, 20% Schadensreduktion, also wieder tankiger. In dieser erhöht sich Bonusschaden jede Sekunde um 3%. Wenn ihr Gegner tötet, verlängert sich die Dauer um eine Sekunde bis zu 10 maximalen Gegnern. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen austauschen. Das ist das Gebrüll. Das ist Niedertrampeln. Und das ist der Grizzlybär. So, das Niedertrampeln müsste das Anstürmen sein. Ich mache erstmal die normalen Fähigkeiten. Erstmal die zwei normalen. Also die zwei Basisfähigkeiten. Wow! Oh! Oh! Ordentlich! Also die zweite Fähigkeit hier anfallen ist gar nicht mal blöd. So. Da muss ich sagen, da gefällt mir der Bär fast besser als der Wolf. Hier diese, wo er auf den Boden haut. Das macht ordentlich Damage. Zeig ich jetzt hier mal. Und nochmal gucken hier. Achtung, Bodenslam, jetzt. Ah, ich muss. Warte mal, ich muss erstmal Kraft aufsammeln. Jetzt. Bam! Habt ihr gesehen, ja? Also ordentlich. Mit hinrichten. So, nochmal Rums. Und nochmal. Rums. Ja, ja, gefällt mir. Einmal brüllen, dann mache ich ja mehr Schaden. Aua. Aua, ich krieg grad aufs Maul. Ich stürme mal kurz an. Achtung, Ansturm in 2, 3, 1. Juhu! Aua, nein! Da hat's mich erwischt. Ja, aber ihr seht, ne? Also ich muss sagen, als Bärchen macht man gar nicht unwesentlich mehr, weniger Schaden. Aber man macht, wie soll man ausdrücken, man hält mehr aus. So, jetzt kommt noch die Ulti. Dafür braucht man erstmal eine große Gruppe. Brauchen wir kurz eine Gruppe für die Ulti. Attacke! Wow. Juhu! Oh, schön, schön! Ja, war schön. Er geht einfach in so eine Art Enrage, kann man sagen. Wo sind meine... Ach, da sind sie wieder. Okay, da waren mal ganz kurz die Dings weg. Haha, unverwundbar. Jetzt. Flauts. Also gefühlt macht der Bär mehr Laune. Obwohl ich die ganze Zeit immer Druide gespielt habe. Ja. Tot bin ich trotzdem. Nicht Druide, Werwolf wollte ich gerade sagen. So, also das die beiden feralen Geschichten. Und jetzt kann man natürlich auch, aber da muss ich gleich sagen, dass ich da relativ wenig Ahnung von habe, kann man natürlich auch in die elementare Geschichte gehen, also in die Sturmgeschichte. Wobei ich der Meinung bin, man muss das so ein bisschen aufteilen. Naja, wobei es zählt als selbes. Man muss das so ein bisschen aufteilen in Elektrizität und Wind. Und in Erde vor allem. Sie teilen es auf in Sturm und in Erde. Ausprobiert hatte ich bis jetzt Sturm, das kann ich ja mal so ein bisschen zeigen. Der Sturmschlag ist eigentlich ein Nahkampfangriff, der so ein bisschen Elektroschaden mit verursacht. Ne? Also aufpassen, da geht man in den Nahkampf. Der, die Windschere, ich gehe jetzt einfach mal in den Nahkampf. Ja? Die Windschere ist jetzt hier in der Tat so eine Art Luftbolzen oder so. Ja? Ich gehe mal weiter hier in die... Ich gehe mal in die Elektrizität. Der Gewittersturm war recht cool, der ist kanalisiert. Kann man mal kurz zeigen. Gewittersturm erhält einen zusätzlichen Blitzschlag. Ja, machen wir mal einen zusätzlichen Blitzschlag. Ich zeige mal kurz den Gewittersturm. Gewittersturm sieht so aus. Ja, also da kanalisiert man so ein Gewitter. Das ist recht cool. Und der normale, das ist der... Wie heißt da doch gleich der Sturmschlag, wo man aufpassen muss. Damit kann man zwar schön betäuben, also bewegungsunfähig machen, aber ja,
aber man muss halt in den Nahkampf gehen, ne? So, den brauche ich euch nicht zeigen. Die Tornados finde ich gewöhnungsbedürftig, obwohl es einige Spieler gibt, die darauf schwören, die machen ordentlich Damage. Die fliegen halt, wie man das von den Tornados kennt, von den alten aus Diablo 2, die fliegen halt mehr oder weniger ungelenkt so in der Gegend herum vor einem. Und wenn man Glück hat, treffen sie Gegner, wenn nicht, treffen sie halt nicht. Das spare ich euch einfach mal, den Erdspieß und den Erdrutsch. Wobei der auch ordentlich Schaden zu machen scheint. Also die Dinger hier sind eigentlich ganz cool. Ich gehe mal weiter ins Gewitter rein. So. Und dann haben wir hier noch die Zyklonrüstung, die sich übrigens auch für einen feralen Druiden ganz gut anbietet, weil die hat 20% Schadensreduktion als passiven Bonus, der immer da ist, egal ob man das Ding castet oder nicht. Also eine ziemlich coole Sache eigentlich. Da können wir ja mal einen Punkt reinsetzen, damit wir nicht so schnell verrecken. Ich gehe mal weiter ins Gewitter. So, einen noch. So, wo gehen wir dann noch rein? Na komm, hier in den alten Sturmschlag. So, bis hierhin war ich schon. Kletter, achso, das sind die Wölfe, da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. So. Und so. Haben wir noch einen? Ja, wir müssen noch einen setzen. Und so. Haben wir noch irgendwas zum Setzen hier? Wir haben ja so weniger. Können wir noch ein bisschen in die Zyklonrüstung setzen? Macht noch mehr Damage-Reduktion. Zack. So. Was haben wir hier? Hier haben wir den Hurricane. Bildet einen Hurricane um euch herum, der Gegner in der Nähe im Verlauf 8 Sekunden Schaden zufügt. Was natürlich ganz cool ist. Das ist quasi so eine Art Fire-and-Forget-Waffe. So, können wir ja mal kurz ausprobieren. Einmal den Hurricane, bitte. So, also alles, was in der Nähe steht, geht kaputt. Eigentlich ganz cool. Ja. Auch wieder zu bedenken, dass man das ja eigentlich im Nahkampf einsetzen muss, ne? So, was haben wir da noch? Wo gehen wir noch weiter in den Hurricane hier? Was hat er so? Achso, warte mal, es war nicht der Hurricane. Wo ist der Hurricane? Da oben ist der Hurricane. Gegner, die durch Hurricane Schaden erleiden, werden verlangsamt. Cool. Hurricane betroffene Gegner verursachen weniger Schaden. Auch cool. Hurricane über eine Reihe von lang verwundbar zu machen. Naja, nehmen wir mal weniger Schaden. So, und weiter in den Hurricane. 4, 5, 6, 7. Jawohl. So, und dann haben wir natürlich noch die Ulti-Fähigkeit. Den Bären haben wir gesehen, den haben wir gesehen. Wir können ja mal kurz gucken, versteinern alle. Das ist die Erdfähigkeit, hüllt alle Gegner in Stein und betäubt sie. Naja, ist auch was eigentlich für zum Tanken, ne? Aber wir wollen ja hier hin, wir wollen zum Kataklysmus. Ein massiver Sturm folgt euch 8 Sekunden lang. Tornados stoßen Gegner zurück und wilde Blitzschläge verursachen Schaden. Geilomat, probieren wir aus. So, ich würde sagen, als allererstes mal die Ulti. Oder erstmal den Tornado. Erstmal den Hurricane um uns herum. Hallo, ich will mal Hurricane machen. Kuckuck, ist hier wer? Oh, da liegt was. Guck mal. Ich suche mir mal ein paar Gegner, ja? Warum sind das so wenig? Ich will mehr. Ich will mehr. Warte mal, hier oben gibt's mehr. Hier können wir auch einen Kataklysmus. Achtung, Ulti in jetzt! Ja! Attacke! Ich bin ein bisschen enttäuscht, so dolle war es nicht, aber es hat halt ordentlich Damage immer. So, jetzt machen wir hier mal Blitze. Ja, es ist okay, kann man mit leben. Trotzdem kriege ich jetzt so ein bisschen auf die Haselnuss. Da seht ihr, der Nahkampfangriff hat ordentlich was. Lauts, aua, aua. Ja, es ist okay, man... Ich bin noch nicht so richtig davon überzeugt. Das mag aber doch daran liegen, dass ich es noch nicht gespielt habe die ganze Zeit. Au, 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 au. Ja, ich bin not yet ready. Haha, Stürmchen. Also eigentlich ist der Tornado ganz cool. Ich denke mal, da lässt sich auch durchaus was draus machen. Ich ziehe hier weiter fröhlich Blut ab. Laut so. Was haben wir da noch? Hier den Tornado nochmal. Komm, Attacke. Juhu, und die Ulti.
Naja, die Ulti ist mir zu ungerichtet. Die schlägt dann alles Mögliche ein, aber halt nicht richtig. So, ich würde mal sagen, ich verdünnisiere mich mal schnell hier. Also ihr habt so ein bisschen den Druiden gesehen. Wie gesagt, meine Haupterfahrung sind die feralen Geschichten. Man kann aber auch einen Sturm oder sagen wir mal einen Sturm- und Blitzdruiden draus machen. Oder aber wir können ja auch nochmal, ehrlich gesagt, nochmal ganz kurz in die Geschichten hier mit der Erde reingucken. So, was macht das hier? Ein Erdspieß. Aha. Wilder Erdspieß. Beschwört einen, der einen bewegungsunfähig betäubten Gegner getroffen wird. Aha. 2% eures Basislebens. Oh, Lebensabsaugen. Auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Den Erdrutsch. So, also das ist der Spieß, den man offenbar irgendwo hincastet und dann kommt er da raus. Und machen wir noch die anderen Sachen. Das war der Spieß und dann haben wir noch den Erdrutsch, den wir jetzt auch nochmal ein bisschen pimpen. So, Erdrutsch und Gott, das ist eine halbe, muss man ja studiert haben, damit man hier den... So, was haben wir da? Irdenes Bollwerk. Felsen umgeben euch 3 Sekunden lang und gewähren eine Barriere, die Schaden in Höhe von 45% eures Basislebens absorbiert. Oh, nicht schlecht. Zeig mal. Mhm. Okay. Ist also quasi so eine Art, ja, kurzfristiges Schutzschild. Ist jetzt nicht so viel, ne? 3 Sekunden hauptsächlich dafür gedacht, wenn mir irgendeiner furchtbar aufs Mäulchen hauen wird, dann kann man es jetzt damit wegblocken. Was kann man denn da noch pimpen? Unaufhaltsam, solange die... Ja, unaufhaltsam ist schön. Verleiht euch Basisleben. Das als Stählung ist natürlich auch nicht schlecht. Dann lieber die Basisstählung. Die Stählung. Schau, was wollte ich? Ich wollte ins Bollwerk noch ein bisschen reingehen. Quatsch, in den Erdrutsch. So. Was haben wir da? Das sind wieder die Hunde, die können wir uns sparen. So, dann das noch. So, und jetzt haben wir hier Felsbrocken. Bringt einen großen Felsbrocken ins Rollen der Gegner zurück, schießt ohne Indie-Falle, alles klar. Indie-Falle. Werden getroffene Gegner verlangsamt, ist auch nicht schlecht. Kritische Trefferchance erhöht sich. Oder während der Stellung, nimm mal, kritische Trefferchance. So, und auch die probieren wir natürlich gleich mal aus. So, das haben wir auf Maximum gebracht. Den Felsbrocken auch nochmal auf Maximum. So, und dann natürlich die Ulti, das Versteinern. So, lass mal kurz gucken. Ja, jetzt probieren wir die Sachen natürlich nochmal aus hier. Brauche ich natürlich erstmal einen Gegner oder ein oder zwei. Erstmal den Erdrutsch, den Erdrutsch muss ich mal ausprobieren. Ah ja, ist durchaus was zum Casten hier. So, jetzt der Erdrutsch, Achtung. Oh ja. Ist ganz okay, ist halt eine AOE vor einem, ne? Und beides ist ja, ganz okay. Ist es okay. Erdrutsch macht Spaß. Also wenn, dann sehe ich mich, glaube ich, so als Erdcaster. Beim Druiden finde ich, glaube ich, am sinnvollsten. So, jetzt mal die Ulti. Warte mal, die Ulti war versteinern, ne? Ja, einmal versteinern. So, jetzt sind die versteinert und man kann auf ihn rumprügeln, allerdings nicht sehr lange. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So, jetzt die Indie-Falle. Juhu, Blauz. Ey, das ist cool, okay. Das ist cool. Das kann man allerdings nicht so oft machen. Huhu. So, in die Falle. Los. Joho. Laut. Okay, ich glaube, ich sehe mich dann weniger als Sturmcaster, eher als Erdcaster. Gefällt mir ganz gut. Ist vor allem ein bisschen überlebensfähiger, ne? No, dann gehen wir mal zurück in die Stadt hier. Guten Tag. In die Falle. Huhu. Plauz. Ja, ist schon. Doch, hat was. Nee, das wollte ich gar nicht. So, komm, wir gehen wieder. War lustig. Hier, nochmal in die Falle. Plauz. So, bitte sehr.
Die Indie-Falle ist ganz witzig. Ich glaube, damit kann man sich gute Gegner vom Hals halten. Also wenn ich Hardcore spielen würde, dann wahrscheinlich so ein Erdcaster. Werwolf und Werbär habe ich ehrlich gesagt zu häufig im Dreck gelegen. Kann ich berichten. Aber die Blitze muss ich zu nah ran. Für den Hurricane und für den Basisangriff. Aber hier die Erdfertigkeiten, sind ja alle auf Distanz, sind eigentlich ganz cool. Ja, das war so im Hauruck-Verfahren nochmal kurz vor Ende der Beta der Druide gezeigt, auf Level fast 55. Wie gesagt, unterscheidbar in Erdfähigkeiten, Sturmfähigkeiten, Werwolf und Werbär, jeweils mit den entsprechenden Ultis und den Aspekten. Die Ulti vom Versteinern ist mir allerdings ein bisschen, ne? Sagen wir mal so. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Charakter ich auf Hardcore spielen möchte. Im Moment tendiere ich massiv zum Totenbeschwörer. Vielleicht, wenn ihr das unbedingt wollt, den Druiden. Das müssen wir dann mal gucken. Achso, nebenbei, den Klassenquest vom Druiden kann man leider noch nicht abschließen, weil der da ist. Ne? Und der kann man zwar ab 15 annehmen, aber da kommen wir noch nicht hin. Hier ist ja Ende des Gebietes, da sind wir aufgeschmissen. Das war die Open Beta in Diablo. Jetzt müssen wir wohl oder übel, lass mal gucken, 2 Monate warten und dann geht's erst weiter. Und ich würde mal sagen, so lange halten wir es durch. Aber ehrlich gesagt, mir fällt es schwer. Ich habe wirklich Lust auf mehr. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer kleiner Taschendruide von zwischendurch. Bis dann denn!